Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde World of Warcraft, Sägewerk des Kriegsfilm-Clans. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir das heute meistern werden. Ich bin mal wieder wie immer mit meinem Dulu hier unterwegs. Und da gibt es schon mal hier ein bisschen Futter. Wo ist denn das? Oh. Teilchen hier ist noch mit. Crap. So viel Crap habe ich mit. Was Episches. Na dann. Ach komm, waffen wir mal durch hier. Zack. Alle Werte. So, dann warten wir jetzt nochmal 55 Sekunden, bis es losgeht. Solange können wir uns nochmal ein paar Leute hier anschauen. Das ist ein Jäger, ein Paladin. Das ist ein ehemaliger Jäger. Paladin. Betrachten. War das Betrachten? Da war Betrachten. Betrachten wir. Okay. Oh, der PvP-Sachen. Naja, ein bisschen PvP-Sachen. Shoot. Wäre schon mal sehr gut equipped. Zumindest viel besser wie ich. Für Level bin ich eigentlich 75, ne? Ah ne, 76 war ich. Und der Pala? 73. Naja. Ah, ich habe bestimmt bessere Sachen an. Bestimmt. Ich bin auf den letzten. Oh, gewirkte Heilung. Naja, ich heile mich ja immer selber mit hoch. Und dann auf den ganzen Ollies. Dann laufe ich mal hier. Und dann gehen wir in Katzengestalt, machen wir unsichtbar, damit der uns da vorne nicht sieht. Rennen hier heraus. Verstecken uns dahinter. Ob noch haben sie mich nicht gesehen? Hoffe ich zumindestens. Da sind sie am Kämpfen da hinten. Da ist die gegnerische Flagge. Oder unsere Flagge, die gegnerische habe ich ja selber. Kann da nicht reinrennen. Muss mich hier irgendwo verstecken. Mensch. So, dann bin ich schon mal durch. Jetzt müssen wir nur noch auf unsere Flagge warten. Thank you.
geschwächte Seele. Das ist auch von einem Xanindot. Achso, von dem Priester. Ja klar, der gibt mir ja Schutzschild. Dann kriege ich geschwächte Seele. Das heißt, ich kann kein Machtwortschild empfangen. Für 15 Sekunden war das, glaube ich. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ich habe auf den letzten Meter verkackt. Für uns. Das sieht doch schon mal sehr nice aus. Unsichtbar machen. Ja, und schnapp die Flagge. Das war jetzt von den DK. Du wirst sterben. Ach, das war nicht von DK, das war von der Mage gewesen. Der Paladin rennt zurück. Er wartet wahrscheinlich darauf, dass wir die Flagge verlieren. Oder dass wir die Flagge abgeben und gleich die nächste spawnt. Allerdings bleibt da mal eine Minute zwischen, sobald die eine Flagge dahinter muss sein.
Super. Wir rotzen ja hier alles weg. Das finde ich richtig nice. Ich denke mal, die Runde wird ein bisschen kürzer werden. Wenn wir jetzt schon zwei Flaggen abgegeben haben. Bing. Ich renne einfach mit. Ich bin ein Mitläufer. Ich laufe immer mit. Oder mit Renner. Ich renne immer mit. Ich will auch mal die Flagge durchs Ziel bringen. Habe ich das letztens geschafft? Ich glaube nicht. Nee, hatte ich nicht. Yippie. Ja, ein kleiner Spurt. Boah, das ist doch so nice. Win, win, win. Yes, sir. Auf welchem Platz bin ich? Oh, vorletzter. Vorletzter, nein, noch nicht abgeben. Ich brauche noch Punkte. Okay, mein erster Sieg in der Kriegsschlucht. Was für ein Erfolg war denn das? In der Kriegsschlucht sind ein Ergebnis mit 3:0. Okay. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war mal eine Schnellrunde. Ich will nicht starten. So. Da muss ich noch da unten das einsammeln, dann bin ich, denke ich mal, auch mit fertig, mit die Karte aufdrehen. So. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen. Und wenn ihr was Bestimmtes sehen wollt bei World of Warcraft, könnt ihr mir das sagen. Wenn ihr auch gerne PvP-Runden mit ein paar Hundertern sehen wollt, werde ich das auch einbringen, so wie ihr wollt. Solange würde ich die ganze Zeit mit denen hier weiter questen, oder was heißt questen, weiter PvP machen, damit der langsam auf 100 wird. Allerdings, ich brauche immer zwei Runden für ein Drittel, also das wären dann 6 Runden für ein Level Up. Das dauert dann ein paar Tage, paar Wochen, paar Monate, bis der auf 100 ist, weil ab 90 oder ab 95 wird das alles noch mal ein bisschen länger dauern. Aber ansonsten, wenn ihr gerne was sehen wollt, wie schon gesagt, schreibt das in den Kommentaren oder sagt mir persönlich Bescheid, für die Leute, die mich kennen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.